will auch. Ich will auch. Lass mich hoch. Er sichert das Cockpit und wartet auf andere Befehle. Aber geh doch nicht weg. Hol dich ab. Ach, du musst wieder mit den Franzosen rumlaufen. Noch nicht. Das Schloss ist magnetisch. Wir müssen die Steuerung finden. Das nennt man Fortschritt. Ach, jetzt kommt's. Das Spiel sieht aus, ja. Ja, Roxanne. Ist auch echt genial, muss ich sagen. Oh, hab's verkackt. Achso, ich muss ja festhalten. Ah. Mechaniker, keine Wache. Könnte mir eigentlich egal sein. Bestes Schiff von wegen. Voilà. Gellert, Lafayette. Die Wachen der Kompanie leisten erbitterten Widerstand. Sie setzen tödliche Gewalt ein. Geht genauso vor, falls nötig. Okay. Verstanden. Jo, das Problem ist jetzt gerade ich als Let's Player, bei so solchen Spielen ist, doch sehr schwer, einen Einsatz zu finden, um nicht die Dialoge zu verquatschen. Obwohl es mal jetzt mal eine Zeit lang ging. Schalte die Wachen unentdeckt aus. Die Wache. Drücke näher dich Ziel, von hinten getarnt bist. Ist ein loses Kabel. Drücke gleichzeitig, rechtzeitig für einen. Na klar. Ja, und Last of Us. Die Unterbrecher aus? Nein, nein. Was wird... Hä? Ich hab doch, aber ich... Ich hab doch aber Dreieck. Hä? Nee, das gibt's nicht für PC. Ist, ist ja auch der Hersteller Sony. Wie The Last of Us auch. Ach, das war richtig erwischt. Ich suche einen Weg in den zum Cockpit halt. Ich glaube nicht, dass es dieser Weg ist. Nein. Ja, finde ich sowieso ein bisschen. Meine Damen und Herren, im Namen der Vereinigten. Finde ich sowieso ein bisschen kacke, dass der PC langsam so ein bisschen nach hinten verschwindet. Ich meine, okay, ich habe Konsolen und kann das zocken und bla bla, aber ganz tief im Inneren bin ich trotzdem noch ein PCler. Celeste of Us ist nicht von Sony, ist von Naughty Dog. Die Uncharted auch machen. Sony ist der Publisher. Ja, Haarspalterei. Ich weiß, das hier ist auch nicht von Sony, sondern von... Ready at Dawn. Aber es wird nun mal von Sony gepublished und Sony publisht nun mal keine PC-Spiele. Ich kann drei im Cockpit sehen. Die Wache könnte Probleme machen. Wir müssen einfach improvisieren. Aber es ist
trotzdem so, egal ob jetzt Naughty Talk, Naughty Talk dahinter steckt oder hier dieses Dorn-Gedöns. Ist konsolenexklusiv. Unser nächster Halt ist von Sony ist nun mal. Und dann folgen einige unaufregende Tage. Immer gute Spiele. Rauchgranate. Auf ihr Zeichen. Im Frachtraum merke ich kaum, dass wir in der Luft sind. Aber hier, all diese Wolken. Und das Land darunter und. Eins. Okay. Ah, falscher Knopf. Ja, so, falscher Knopf, ganz kurz gedrückt, zack, Headshot tot. Super. Dreieck. Der Franzose. Wir beschlagnehmen das Schiff im Namen der Freiheit. Percival, das Cockpit ist gesichert. Lafayette bleibt am Steuerruder. Wie ist euer Status? Lord Hastings ist in der Nähe des Ballsaals hinter eurer Position. Wir versuchen ihn zu finden. Kommt schnell hierher. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe. Nicht vergessen, immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. Begib die Schuhe dick zum Ballsaal. Wird gemacht. Liebe Befehlerschrift. Man sieht Wolken. Kann man da nicht richtig rausgucken mal? Nee. Operations New Access, okay. Verdammt, Bailey. Vergiss immer die Tür zum Funkraum abzuschließen. Oh. Dreht sich wieder um. Oh, oh. Was? Falscher Knopf, Headshot, toll. Großes Kino. Alter Schwede, schreibt mal nicht so viel. Jo, die schnellen Quick-Momente sind manchmal kacke. Ach, kacke ist das nicht. Ich finde das nicht kacke. Ich finde es eher amüsant. Weil auf so einen schnellen Quick-Time kommt dann immer so ein schneller Tod. Was ein Zufall. Bio auch. Bin auch YouTuber. Zwar keiner wie Gronkh oder so, aber ich sag zwischen Low und Minus so etwas weniger. Hä? Wenn dir das gefällt, dass du siehst, kannst du gerne ein Abo da lassen. Wäre echt Knorke, Alter. Kannst du richtig machen. Ach so, vielleicht doch mal für die Leute, die hier gerade zugucken. Gamerscheck LP ist mein kleiner Moderator. Der hier ein bisschen den Chat überwacht und der euch jetzt hier Antworten in Schreibform gibt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich schreibe jetzt hier beim Zocken. Ich schreibe hier beim Zocken. Ich habe alles mit einer Hand.
kann ich hier alles drücken und mit der anderen Hand schreibe ich. Oh, wie witzig. Jo, vielleicht kannst du ja mal... Jawohl. Genau, gehst du auf Gamers Check LP und dann kannst du ja mal eine Privatnachricht mit deiner... mit deinem Kanal... Würde ich gerne mir mal anschauen, was du so machst. Ich hoffe nicht nur Call of Duty und Minecraft-Kacke. Ja, ich muss ja doch. Ich lese es ja für die YouTube-Zuschauer, weil dieses, das ist ja ein Let's Play für YouTube. Und deswegen lese ich das auch nochmal durch, weil es ist doof, wenn ich jetzt hier einfach losquatsch und beantworte eure Sachen. Achso, es steht gerade drin, dass er sich wundert, dass ich das nochmal vorlese. Und das kommt dann ein bisschen blöd, wenn ich da einfach drauf antworte und keiner weiß, was da überhaupt geschrieben wurde. Deswegen lese ich das alles nochmal vor, dass die auf YouTube dann den ganzen Zusammenhang auch haben. Hast du gehört? Die Company hat Scharfschützen in Blackwall postiert. Nur ein Gerücht. Aber halt dich am besten von den Docks fern. Und wenn nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, sprich besser nicht drüber. Ja, stimmt wohl. Ich will kein Ärger kriegen. Ach, stimmt. Jetzt hab ich's begriffen. Alter Schwede, man versteh ich aber auch am Schlauch. Warum ich mir meine Sache durchlese, klar. Habe ich ja geschrieben, warum soll ich das nochmal durchlesen? Richtig. Aber ich könnte es ja gar nicht schreiben. Logischerweise. Da hätte ich doch davon bleiben können. Der Franzose, der hat mir's angetan. Mit seinem französischen Akzent. So, jetzt dreht er sich schon. Ich hab's irgendwie geahnt. Das ist so typisch. Morgen Doppelschicht mit Kerlen. Was? So. Ich geh mal hier einfach mal. So. Hallo, geh mal um die Ecke. Oh, Kacke. Aber doch noch mal gut. Sehr schön. Okay. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Da oben waren wir schon, weil da liegt eine Leiche. Schnitzel. Lecker. So, jetzt habe ich Hunger. Super. So, ich beende jetzt Let's Play. Ich habe Hunger. Was liegt denn hier? Schweinebraten mit Erbsen. ein Apfel. Ja, Suppe. Ja, Exoxan. Wundert mich sowieso, warum da eine leidvolle Kanüle indiziert wird. Und Lucius 2, wo man Satans Sohn spielt, 0. Was passiert? Macht. Was? Satans Sohn spielt 0. Was passiert? Macht echt Sinn. Das ist immer so dieser kleine feine Unterschied, den ich auch ausmache. Und zwar zwischen Ego-Shooter und Third-Person. Weil ich finde, dass Ego-Shooter...
also aus der Ego-Perspektive, das ein bisschen realitätsnäher rüberbringen als so ein Third-Person-Shooter. Obwohl, was brutal ist, ist brutal, von daher eigentlich egal. Ich finde es dann eher, wenn ich es mal so durchdenke, warum Dying Light indiziert wird, aber die Evil Within immer noch auf dem Markt ist. Das ist so dieser Vergleich, den ich da lieber neueste Anschaffung bei. Das ist so diese Frage, die ich mir stelle, was da schief läuft bei unserer lieben BBJS. BBJS, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Medien, BBJM, meine ich, Entschuldigung. Und ich gebe gerade, mal ehrlich zu, ich habe jetzt gerade hier einen Faden verloren. Wo muss ich denn jetzt lang? Wo kam ich denn her? Bin ich jetzt richtig? Muss ich da lang? Soll ich das? Ist richtig. Aber es ist nun mal. Es ist nun mal so. Da komme ich doch her. Verdammt. Naja. Am 24. wird mein Dying Light rausgeschickt. Und da wird es auch bald ein Let's Play darüber geben. Das wird dann auch gestreamt hier auf Twitch. Jui! Es wird ein Koop-Let's Play. Das wird auch lustig. Percival, es gibt ein Problem. Lucan ist an Bord. Mein Bruder? Was macht der Ritterkommandant hier? Alles scheint problemlos abzulaufen. Ja, Sir Lucan, recht problemlos. In ein paar Stunden sind wir in Portsmouth. Tatsächlich. Und dann auf nach Amerika. Verdammt! Er sollte die Leute eskortieren, bis das Schiff die Grenze erreicht. Sollte er nicht besser informiert werden? Und riskieren, die Rebellen zu warnen? Gerhard hat recht. Alles, der wird nicht erfreut sein, nicht eingeweiht zu sein. Darum kümmern wir uns später. Er kann uns vielleicht noch helfen, wenn es die Situation erfordert. Wir fahren wie geplant fort. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich einen besseren Aussichtspunkt habe. Position. Feuer einstellen, bis wir ein Ziel bestätigt haben. Bestätige eingestelltes Feuer. Die Rebellen benutzen gestohlene Uniformen der Kompanie. Sie sehen aus wie Wachen. Wachen ohne korrekte Rangabzeichen. Die Uniformen in Whitechapel hatten keine Schulterstücke. Identifiziere die getarnten Rebellen. Dreh dich, ich sehe nichts. Abzeichen bestätigt. Die Wache bei Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersuch die restlichen Wachen. Zeichen. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Weitersuchen. Okay. Ein Abzeichen. Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Gut. Weitersuchen.
richtige Schulter nicht sehen. Mist, kein Abzeichen. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Bestätigt. Untersucht sie alle. Ja, ich bin... Das war der letzte. Gut. Eliminiert alle Bedrohungen. Bestätigt. Waffe geladen. Einer erledigt. Noch einer. Wer war das? Gellert, hast du die Rebellen beseitigt? Gleich. Luken! Rebellen! Holt Hastings da raus! Bringt ihn hier raus! Hastings ist entkommen, braucht Verstärkung! Alle wollen Plan B! Percival, das Ziel ist getroffen! Rebellen im Anmarsch! Ich brauche Hilfe! Verstanden! Wir stoßen zu dir! Ja, Moment! Wo ist denn da jemand? Hallo? Bin ich blind? Putz! Was denn hier? Cool, es ist doch hier, ne? Verfluchter Mist! Ach so. Bastarde! Ich gebe dir Deckung! Hallo? 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 Verfluchter Mist. Oh, Scheiße. Auch daneben. Ich brauche Munition. Ich glaube, ich langsam mal hier draußen rum, oder muss ich die alle abknallen? Mist. Okay, durch das Ding schießen kann ich nicht. Komm schon. Verdammt. Na komm schon. Treffen die scheiß Hand nicht. Alter. Nicht hier runter? Komm noch mal. Zack. Komm mal, du noch. Der da drüben. Das ist ein Drecksack. Ein Verreckter. Ich höre, wie wir verarschen. Komm, schieß. Da komm ich aber nicht runter. Mist. Schöne Scheiße. Ach, klar komm ich hier runter, Mann. Yeah. Oh, Knill, knack, 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 Knill. Verdammt! Jetzt habe ich ein bisschen verrissen. Verdammt. Aber nur ein bisschen. Ein Penner, Alter. Alter, Alter, au. Schaut mal, ich hab das Zeppelin kaputt gemacht. Ich
Alter, verzapp die Waffe. Komm schon, latschen wir noch. Fetz. Verfluchter Mist. Keller, die Rebellen leisten heftigen Widerstand. Was ist der denn? Wie viele von denen sind auf dem verdammten Schiff? Du musst doch gerade. Na hier. Kuckuck. Ich brauch mehr Munition. So, sehr schön. Jo, mir auch langsam. Oh, ich finde jetzt hier. Also dem lieben Aroxan, dem klappen langsam die Augen zu. Die Wache der Kompanie sind in Alarmbereitschaft. Ich fürchte, diese Amateure schießen bei Sichtkontakt. Mir auch langsam, aber ich finde hier gerade kein Ende. So richtig, wirklich. Okay, da hoch. Irgendwie. Weiß ich nicht so recht, wo ich hier saven kann, oder besser gesagt, wo es gesaved hat, oder so irgendwie. Ach, hier geht's hoch. Was zur Hölle war das denn? Eine Bombe ist am vorderen Triebwerk explodiert. Alle Mann, Rückzug! Aye, ma'am! Du! An alle! Rebellenkommandant an Bord! Es ist die Frau aus Whitechapel. Bin an ihr dran. Lass sie nicht entkommen! Schon. Verdammt! Wir haben einen Notfall. Wiederhole. Dies ist ein Notfall. Verfolgte Scheiße! Evakuierungshinweisen zu den Rettungsbooten. Alles klar, ihr Roxan. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, hören wir uns. Vielleicht können wir ja aber irgendwann mal zusammen was starten oder so. Und jo, danke, dass du hier warst. Man hört sich, sieht sich. Gerhard, bleib an ihm dran! Bleib an ihm dran, ja, Mann. Ich bin ja schon dabei. Lass ihn nicht entkommen! Hörst du das? Ich habe einen der Rebellen erwischt. Gut, halt ihn fest. Ich bin gleich bei dir. So, richtig. Nicht richtig. Ich glaube, ich bin richtig. Ich glaube fest daran. Bleib mal jetzt mal ganz kurz auf Pistole. Hä? Lang. Komm. Durchzwingen. Verdammt. Achso, und danke für den Follow. Ich hab mein Ziel verloren. Ich nehme Verfolgung auf. Negativ. Bei den Rettungsbooten sammeln, wir haben ein größeres Problem. Die Rebellen haben eine zweite Bombe an Bord. Flucht. Okay, bin unterwegs. Boah. Findest du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten wir nicht vorhersehen, Alistair. Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben. Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten. Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten. Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lordkanzlers zu schützen oder des Ordens. Dein Vater wird das einsehen.
Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann. Gute Ritter, eure Hilfe. Wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird. Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzung. Sie wollen doch nicht an Bord bleiben. Wir stoßen so bald wie möglich zu ihnen. Izzy, kümmere dich um die Leute und dann geh zum Cockpit. Nein, ich komme mit dir. Izzy! Du musst Lafayette finden und dann von Bord gehen. Ich... Dein Bruder will, dass ich dich heil zurückbringe. Tu es. Für mich. Und? Tschüss. Wir brauchen Waffen. In der Nähe ist eine Wachstation. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie. Werde ich aber trotzdem erst das nächste Mal weitermachen. Weil ich muss jetzt erstmal hier zum Ende kommen. Wie gesagt, morgen geht's die Crew los, falls die Leute, die jetzt hier da sind, Bock haben mitzuschauen. Ich weiß, es ist älter, aber wie gesagt, wir hatten keine andere Wahl. Wir mussten das machen. Ich hatte einen Computercrash und wir warten, haben jetzt die ganze Zeit noch gewartet, bis ein Kollege Internet hatte. Aber ist egal, das spielt jetzt hier keine Rolle. Auf jeden Fall macht das Spiel hier mega Fun und ja, dann würde ich sagen, liebe Twitch-Zuschauer, sehen wir uns bei der nächsten Session und liebe YouTube-Zuschauer, wir sehen uns dann morgen wieder. Und ja, würde ich sagen, einen wunderschönen Tag noch oder schon eine schöne Nacht, je nachdem, wann das guckt. Und bis dann. Tschüss.